Ja, hallo Braunschweig, herzlich willkommen heute zu unserer 21. Friedensmahnwache hier in Braunschweig. Und ich freue mich, dass trotz des eingetroffenen Herbstes heute Morgen doch noch einige den Weg hierhin gefunden haben. Denn ich denke mal, das, weswegen wir alle aufstehen, weswegen wir jeden Montag hier stehen oder weswegen ihr hier hinkommt zur Mahnwache, ist dringend genug. Und wir bekommen auch eine ganze Menge Sachen einfach zugespielt. Ganz verrückt. Vorhin hatte ich noch gedacht, ja, es haben sich recht wenig Redner für heute angekündigt. Wie machen wir das? Und ja, da kommt ein ganz spezieller Mensch, der schon mal hier war und der uns nachher live berichten wird, was unten in der Ukraine tatsächlich stattfindet. Er war einige Wochen direkt vor Ort als alternativer Journalist und wird euch auch für Fragen hier zur Verfügung stehen. Das heißt also aus erster Hand, aus erster Quelle. Und ich weiß, bevor er gestartet ist in die Ukraine, war er hier mit zwei sehr netten Menschen von einer Hilfsorganisation. Vielleicht sagt er auch gleich nochmal was dazu. Wir haben hier spontan gespendet und konnten also da einiges an Verbandsmaterial und Arzneimaterial halt mit auf die Reise geben. Und bin total happy, ihn heute hier wieder gesehen zu haben, lebend und unter uns, und dass er hierher gekommen ist, um uns auch mal einen direkten Einblick zu geben, was tatsächlich in der Ukraine so vor sich geht. Also so ergibt sich das halt einfach. Der Himmel schickt's. Vielleicht ganz kurz, weil einige Fragen da waren. Am 2. und am 3.10. planen wir ja etwas Größeres. Am 3.10. ist ja Tag der Deutschen Einheit. Wir haben Tag der deutlichen Wahrheit draus gemacht. Angela Merkel und unser Herr Oberpastor, der Herr Gauck, sind ja im HCC, im Hannover Kongresszentrum. Und wir stehen mit 10 Mahnwachen genau davor. Und jeder ist eingeladen, herzlich eingeladen, dort auch mit teilzuhaben. Und zwar wird es so sein, dass wir ab 10 Uhr dort aufbauen. Wir sind also auf der Insel genau vor dem HCC. Ab 11 Uhr startet dann die Mahnwache dort, die Sondermahnwache der Mahnwachen. Und davor ist Angela Merkel und der Gauck auch nochmal zu einer Rede in Hannover. Wer dorthin möchte, kann das gerne privat tun. Da kann jeder Bürger hin. Aber es sind doch irgendwie 10, 12 Kilometer vom HCC entfernt, sodass wir also da jetzt keinen, euch oder jetzt auch den Menschen da keinen Marsch von 12 Kilometer da zumuten wollen. Vor allem, wir wissen ja auch nicht, wie es wettertechnisch dann sein wird am 3. Am 2., wer möchte, dort sind wir dann am Steintorplatz gegenüber von dem Anzeigenhochhaus. Dort wurde mal der Spiegel gegründet. Dort ist mehr eine informelle Veranstaltung. Das heißt, wir wollen dort einfach mit Bürgern sprechen. Wir wollen auf den 3. hinweisen, dass wir dort auch vielleicht noch einige motivieren können, am 3. mit uns dann vor dem HCC zu stehen. Vielleicht mal ganz kurz, welche Mahnwachen dort mitmachen. Also neben Braunschweig ist es Hannover, Bremen, Bremerhaven, Bad Salzdetfurt, Hildesheim, Dortmund, Wilhelmshaven, Osnabrück und Oldenburg. Also wir stehen dort und vielleicht kommt die ein oder andere Mahnwache dann sogar auch noch dazu. Also wie gesagt, ab 11 Uhr am Hannover Kongresszentrum. Und wenn ihr dorthin fahrt, wäre es vorteilhaft, wenn ihr Fahrgemeinschaften bildet, denn es wird dort weiträumig, zumindest parktechnisch, abgesperrt sein, wegen dem hohen Besuch. Und von daher sucht euch früh genug einen Parkplatz etwas außerhalb oder macht Fahrgemeinschaften, dass es einfacher dann ist, für euch dann auch einen Parkplatz zu finden. Ja, so viel mal dazu. Ansonsten unsere Ukraine-Hilfe
das Sammeln läuft kräftig voran, auch die Geldspenden laufen kräftig voran. Das könnt ihr alles auch im Forum nochmal nachlesen, wie da so der aktuelle Stand ist. Und Ende Oktober ist es vorgesehen, dass dann die LKWs starten in die Ukraine. Das heißt, wer also noch warme Anziehsachen hat, Decken hat, Kinderspielzeug, Kinderbekleidung, montags hier abgeben oder mit uns abstimmen, kann auch zum Teil abgeholt werden bei euch zu Hause, wenn ihr mehrere Sachen habt. Und am besten in Bananenkisten verpacken, denn so müssen wir die dann hinterher im LKW dann auch verstauen. Hier ist also auch nochmal eine Spendendose für die Ukraine. Das ist hier die eckige Spendendose. Steht da Ukraine-Hilfe drauf, wer da gerne noch was spenden möchte. Das geht eben halt darum, dass wir die LKWs darunter bezahlen können. Und die andere Spendendose ist jetzt heute mal für den 3. Oktober, denn es gibt dort einige Kosten, die halt auflaufen. Und es wäre schön, wenn ihr das unterstützen möchtet, wenn ihr da einfach ein bisschen was übrig habt, dass wir den 3.10. halt vernünftig auch dort ausrichten können. Alles, was dort übrig bleibt, geht natürlich in die Ukraine-Hilfe. Also es wird nichts irgendwie andersweitig verwendet, sondern wirklich nur für eine ganz tolle Sache für die Ukraine. So, Susan, wo ist Susan? Ja, bist du so weit dann auch? Wir machen hier mal den Mahnwachengruß. Und diese Woche kommt der Gruß aus Leipzig. Und vielleicht so zum besseren Verständnis für den Gruß aus Leipzig. Es ist halt im Moment so, es ist nicht überall so wie in Braunschweig mit den Mahnwachen. Und in manchen Mahnwachen wird halt sehr viel über die Souveränität, über Verfassung, über Friedensvertrag und so weiter, also sehr, ja, sehr politische Sachen halt gesprochen. Und anderen gefällt das dann wieder nicht. Und es gibt eben halt einige Leute, die sich da untereinander, oder Mahnwachen, die sich da so ein bisschen untereinander kabbeln zurzeit. Ich denke mal, das wird sich auch wieder glätten. Das ist einfach so eine Situation im Moment. Und ich bin froh, dass wir hier in Braunschweig immer autark geblieben sind. Das heißt, wir, das, was wir hier machen, das bestimmen wir alle miteinander. Das stimmen wir wirklich demokratisch ab. Es gibt keinen, der uns Vorschriften macht, was wir hier in Braunschweig machen dürfen oder was wir unterlassen müssen. Und damit fahren wir sehr, sehr gut. Und so wird es auch bleiben. Und alle Mahnwachen, die gut laufen, merke ich, das sind Mahnwachen, die das genauso handhaben, wie wir es hier auch tun. Und das ist eben mal wichtig. Wir sind keine Organisation, wir unterstehen keiner Organisation, sondern wir sind hier Menschen für Menschen und haben auch ein offenes Mikro. Das heißt, wer auch irgendetwas von der Seele reden möchte, wir haben auch kein Redeverbot für irgendein Thema, wie es in manchen Städten ist, leider. Sondern das, was euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr hier auch gerne mit den anderen teilen. Es sollte nur keine Hetze sein, das mögen wir halt nicht. Es soll also schon friedfertig für die Menschen, für die Mitmenschen sein, denn dafür stehen wir hier. Aber ansonsten haben wir keine Themenverbote. Okay, das war jetzt so vorabgeschickt, damit man vielleicht auch den Gruß etwas besser verstehen kann. Ja, hallo, bin ich drin? Liebe Mahnwachen, Leipzig grüßt herzlich alle Städte, die sich den Mahnwachen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Amerika, Kanada und Australien angeschlossen haben. Sehr besorgt verfolgen wir alle die Situation in der Ukraine, im Irak und in aller Welt. Überall gibt es Kriege und Ungerechtigkeiten. Jeden Tag aufs Neue kämpfen wir darum, nicht die Hoffnung aufzugeben. Wir alle, egal wie entschieden wir in unseren Ansichten, das ist lauter, ich mach mal so. Ich rede so. Oh. Ja, also einfach lauter sprechen. Wir alle, egal wie verschieden wir in unseren Ansichten auch sein mögen, haben eines verstanden. Die Zukunft dieser Welt liegt in unserer Hand. Diese Welt wurde nicht von heute auf morgen ungerecht, kriegerisch und selbstzerstörerisch. Im Gegenteil, war es vielmehr ein sehr langer Prozess, der nur zustande kommen konnte, weil in der Vergangenheit viel zu viele Menschen egoistisch gehandelt, weggesehen oder gar auch noch ihren Nutzen aus dem Scheitern der Welt gezogen haben, darunter auch viele von uns selbst.
Wir wollten als Bewegung Veränderung schaffen, zum Nachdenken anregen und klare Zeichen für den Frieden in aller Welt setzen. Natürlich sind aber auch Friedensaktivisten nicht vor Egoismus, Streit oder menschlichen Fehlern gefeit. Zunehmend besorgt beobachten wir, dass sich in den letzten Wochen immer mehr die gegenseitige Verständnislosigkeit in den Vordergrund drängt. Schmutzige Wäsche vor laufenden Kameras gewaschen und mit dem bloßen Finger in schwere Anklage auf den Nächsten gezeigt wird. Seinen Standpunkt klarzumachen und Stellung zu beziehen ist das eine. Unfair und gemein zu werden, aber ist was vollkommen anderes. Wir wollen gemeinsam die Welt verändern und verbessern. Dafür brauchen wir so viel Inspiration wie möglich. Vielleicht sollten wir uns als Ganzes 3 Punkte ganz klar und deutlich vor Augen halten. Erstens, unterschiedliche Standpunkte sind nichts Schlimmes. Wir laden alle Menschen zur Teilhabe ein und fordern damit einen gesamtgesellschaftlichen Dialog heraus. In diesem Sinne ist es doch nur natürlich, vor allem aber auch richtig und wichtig, dass wir eben nicht immer einer Meinung sind. Alles andere wäre vollkommen sinnfrei und würde lediglich zur nächsten einheitsfreien Bewegung führen, die alleine nichts verändern kann. Nicht jeder, der die eigene Meinung nicht teilt, ist automatisch bezahlt, vom Verfassungsschutz eingeschleust oder ganz und gar ein schlechter Mensch. Wir müssen aufhören mit dem ständigen Distanzierung und dem Misstrauen untereinander. Denn dieses Gift wird uns sonst von innen heraus zersetzen. So darf es nicht weitergehen. Wir müssen uns nicht immer einig sein, aber wir müssen lernen, einander offenen Herzens und klaren Verstandes zu begegnen. Zweitens, keine Angst vor der Außenwirkung und unbedingte Meinungsfreiheit. Besonders am Anfang der Bewegung, aber auch jetzt noch, schwingt in vielen wichtigen Entscheidungen immer wieder der Gedanke mit, was wohl die Medien über uns berichten werden, was wir sagen dürfen und was nicht, was eventuell welche Gruppierung gegen uns aufbringen könnte und so weiter. Von diesem Denken sollten wir Abstand nehmen. Wenn wir nur gute Presse bekommen, machen wir etwas falsch. Gerade der Gedanke, dass in dieser Bewegung ausnahmsweise mal wirklich jeder zu Wort kommen und auch kontroverse Themen zur Diskussion stellen durfte, war ein entscheidender Fakt dafür, dass wir am Anfang solchen Zulauf hatten. Wir waren authentisch, wir waren frei und wir waren wir selbst. Mit den Themen schließen wir automatisch auch die Menschen aus, die sich dafür interessieren bzw. denen sie am Herzen liegen. Und das ist weder fair noch gleichberechtigt, das ist einfach nur Zensur. Meinungsfreiheit und die Wahrung von Minderheitenrechten sind 2 der wichtigsten Säulen einer echten Demokratie. Bedenkt das. Lasst uns gemeinsam an Wegen und Lösungen arbeiten, die es uns ermöglichen, allen Themen eine Bühne zu geben, der eventuell existierenden BRD GmbH, genauso wie dem friedlichen Wandel mittels Meditation. Anstatt uns gegenseitig zu zerfleischen, sollten wir vermehrt darauf achten, dass keines der Themen zu häufig vorkommt, damit nicht jede Woche dasselbe besprochen wird. Aber sie ganz von den Mahnwachen zu verbannen oder das auch nur zu raten, ist schädlich. Drittens, es führen viele Wege nach Rom. Jeder von uns kommt aus einem anderen sozialen Umfeld, hat eigene Lebenserfahrungen gesammelt und wir befinden uns alle auf einem unterschiedlichen Bildungsstand. Lasst uns diese Verschiedenheit doch endlich als Chance begreifen. Wir müssen uns nicht auf den einen Weg zum Frieden einigen. Tante Emma, die ihr Leben lang tagtäglich Süßigkeiten an Kinder verschenkt, um ihnen zu zeigen, dass das Teilen wichtig ist, trägt genauso zum Frieden bei wie Max Mustermann, der den lieben langen Tag Brandreden verfasst, die andere zum Umdenken und Handeln anregen. Es wurde bereits mehrfach wunderbar formuliert, es führen viele Wege zum Frieden und da die Erde eine Kugel ist, werden wir uns zwangsläufig wiederfinden. Vertraut euch, schützt euch und seid solidarisch. Und wenn der Weg des anderen nicht zwangsläufig eure eigene Wahl wäre. Wir in Leipzig arbeiten seit vielen Wochen schon an einem Konzept,
das es uns ermöglichen soll, genau diese notwendigen Brücken zu schlagen. Endlich sind wir in der finalen Planungsphase angekommen und werden nächste Woche mit unserem neuen Veranstaltungskonzept beginnen. Es geht uns darum, weg von dem ausschließlich Frontalen zu gehen und immer weiterhin zu basisdemokratischem Miteinander, zum Planen und Durchführen konkreter Aktionen und um die Einbindung so vieler Menschen wie möglich. Wir möchten nicht immer dasselbe Programm liefern, bei dem die Leute nur zuhören, nach Hause gehen und sich dann bestenfalls auf den nächsten Montag freuen. Wir möchten so viele Teilnehmer wie möglich einbinden und nur den Rahmen für eine wöchentlich von den interessierten Menschen ausgefüllte Veranstaltung stellen. Wir werden uns an einem Stationsprogramm versuchen, das es jedem ermöglicht, eigene AGs und Workshops zu gründen, zu informieren und informiert zu werden und das selbstständige Denken und Handeln sowie den respektvollen Umgang miteinander zu fördern. Ihr dürft gespannt sein und euch jederzeit, wenn Interesse besteht, an unseren aktuellen Vernetzungsbeauftragten Christoph Weber wenden. Liebe Mahnwachen, die Welt brennt. Und wenn wir nicht endlich lernen, in Würde und Respekt miteinander umzugehen und uns als menschliche Wesen mit ebenso menschlichen, aber verzeihlichen Fehlern und Schwächen zu akzeptieren, sind wir selbst verantwortlich dazu, wenn hier bald alles unwiderruflich in Schutt und Asche liegt. Wir schicken euch herzlichste Grüße und wünschen uns allen die nötige Kraft, die Ausdauer und den Mut, den dieser Prozess von uns allen abverlangen wird. Vor allem aber wünschen wir uns die Freude an der guten Sache, die uns auf immer und ewig einen wird, den Frieden. Alles Liebe und Gute aus Leipzig, wir bleiben dran. Gemeinsam 2014, gemeinsam für immer, Leipzig for Peace. Super, danke schön. Ja, ein sehr inhaltlich sehr wertvoller und auch wichtiger Beitrag, denke ich auch. Ich würde gerne noch mich ganz kurz bei den Leuten bedanken wollen, die letzte Woche gespendet haben oder Spenden zugesagt haben. Ich war ja am Wochenende auf einer Babybörse und habe noch mal Klamotten kaufen können für die Kinder in der Ukraine. Und das waren 70 Euro Spenden und davon konnte ich 15 warme Jacken kaufen, 25 warme Pullover, mehrere Hosen, Strumpfhosen und 17 kleine Mützen. Vielen Dank dafür. Und am nächsten Sonntag besteht nochmal die Chance, sowas einkaufen zu gehen. Man kann, wenn man Glück hat, kriegt man eine warme Jacke für Kinder zwischen 2 und 4 Euro. Wer noch was dazu geben möchte, habt keine Scheu, wendet euch an mich. Ich werde Sonntag nochmal losgehen, weil wenn man sich mal überlegt, wie wir jetzt schon hier stehen, wir haben September, wir haben schon Winterjacken an, wir frieren. Ich möchte mich da gar nicht reinversetzen in die Situation, wie es da ist mit Kindern, die keine warmen Sachen haben. Und für 10 Euro kann man quasi schon 3 Kinder mit warmen Jacken eindecken. Ich finde, die Chance sollten wir nutzen und das auch weiterhin machen. Und von Olli und Vicky weiß ich aber, dass am 30. das Lager in Braunschweig hier leer gemacht wird und dass quasi der nächste Montag der letzte Montag ist, wo Sachspenden hier abgegeben werden können. Nur nochmal zur Info. Es drängt also, eine Woche haben wir noch. Okay, danke. Okay, danke Susan. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, im Internet, bei Facebook und auch im Forum. Ich biete mich hiermit an, den Leuten, die das gerne möchten, Eier von glücklichen Hühnern mitzubringen. Das ist ja immer ein sehr viel diskutiertes Thema, die Massentierhaltung und ihre Folgen und die Leiden der armen Tiere. Und jeden Montag, wenn ich hierher fahre, fahre ich an einem riesen Hühnerschwarmrudel vorbei, die jeden Tag, den ganzen Tag auf einer grünen Wiese sein dürfen, die in einem mobilen Unterstand schlafen und die auch alle noch Federn haben. Und ich würde mich dafür bereit erklären, 10 Eier kosten 2,80 Euro, da montags anzuhalten und auf Bestellung einfach euch Stadtmenschen Eier mitzubringen, wenn ihr sonst keine gute Quelle dafür habt. Weil jede Packung Eier, die nicht der Tierausbeuterindustrie zugespielt wird, ist es diesen Stopp schon wert. Habt keine Scheu, sprecht mich an, ich bringe euch Eier mit. Danke. Ja, ich denke, es ist auch wirklich super wichtig, wie Susan schon gesagt hat, ein sehr, sehr wertvoller Beitrag, denn ich denke, wir werden auch nachher noch etwas dazu hören, wie schlimm die Situation tatsächlich ist.
und wie schnell die Situation auch kippen kann, auch in unsere Richtung hier. Und da stehen wir gar nicht so weit davon weg.